jeder irgendwo dann, das habe ich auch in der Halbzeit gesagt, mit dem 1-0 dann vielleicht die Entscheidung treffen kann. Man hat keinen Unterschied gesehen. Die Platzverhältnisse waren natürlich dann hinterher auch etwas schwierig. Und es gibt auch keinen verdienten Sieger, sondern ich glaube, es gibt einen, den glücklichen Sieger. Jede Mannschaft hat ihre Chancen gehabt. Wir haben unsere dann genutzt und sind dann immer mit langen Bällen auch unter Druck gekommen. Da haben wir uns ganz gut drauf eingestellt. Das Beste an diesem Spiel ist natürlich für uns, dass wir jetzt im Finale sind, gewonnen haben. Aber wie gesagt, es war ein ganz enges Match und Kassel hat hier auch sehr stark gegengehalten, hat auch teilweise das Spiel dominiert. Wir wussten das, dass wir hier auf einen Regionalligisten treffen, der auch nicht umsonst schon in der Aufstiegsrunde ist. Dafür wünsche ich natürlich meinen Kollegen und dem Club alles Gute, dass wir uns dann nächstes Jahr wieder hier beziehungsweise auch bei uns mit offenem Visier messen können. Danke. Ja, Peter, erstmal Entschuldigung, kannst du mit mir unten dann was trinken? Ist mir peinlich, aber das werde ich nachholen. Ja, mein Kollege hat es gesagt, ich habe auch zu meinen Jungs gesagt, Kopf hoch, man hat keinen Unterschied gesehen. Die Jungs haben selbst gesagt, der Unterschied war dann, dass wir in Wiesbaden das Tor gemacht hat, dann und die Chance, die sie hatten, die haben sie da genutzt. Zuvor hat uns Carsten Nudel da nochmal super im Spiel gehalten. Aber der zweite Ball war dann drin gewesen. Ich denke, wie mein Kollege auch schon gesagt hat, es war ein Spiel, wo wir gewusst haben, wir müssen kompakt spielen, so ein Gegner. Wenn die Räume haben, dann sind sie gefährlich. Und das haben wir ganz gut gemacht. Und dann ein ganz großes Lob an die Mannschaft für die taktische Disziplin. Schade, dass wir den einen oder anderen Konter nicht besser setzen konnten. Ja, und wie Peter auch schon sagte, das habe ich auch in der Halbzeitpause gesagt, ja, wenn wir 1-0 gewinnen, ist das auch okay, das wird ein 1-0-Spiel werden. Und so ist es leider gekommen und natürlich leider aus unserer Sicht. Aber was wichtig ist, dass die Jungs einen Kopf frei bekommen eben jetzt und sich gut wieder regenerieren. Wir haben noch 2 Ligaspiele und dann eben die 2 Highlight-Spiele. Wo ich ein bisschen enttäuscht war, ja, man sagt, hier ist eine Euphorie, dann sind heute Abend nur 1600 Zuschauer. Aber ein ganz großes Lob wieder der Nordkurve. Ja, die waren wieder wie ein 12. Mann hinter uns gestanden. Die Osttribüne haben sie angesteckt. Und da fehlt mir einfach so das gewisse Etwas. Ja, ich wünsche mir vielleicht auch, dass wir mal so einen Stadionsprecher aufs Feld bekommen, dass man da vor dem Spiel schon so Euphorie, eine Stimmung entfachen kann, dass man Leute hat, die mit Herzblut bei der Sache sind. Und ich brauche fleißige Leute in meinem Umfeld. Ja, und da habe ich eigentlich schon vorher die Ansage gemacht, ja, unserem Hausmeister hier, aber da möchte ich nicht mehr dazu sagen. Euch wieder alles Gute fürs Finale und ja, ich hoffe auch, dass wir uns nächstes Jahr wiedersehen und wie gesagt, alles Gute, Dankeschön. Gibt es noch Fragen von den Medienvertretern? An beide Trainern, die Partie ist 10 Minuten unterbrochen worden. Was macht man in so einer Phase dann? Schaut man dann nur nach draußen oder ist das wie so eine zweite Halbzeitpause? Ja, erstmal Trikotwechsel, noch wenn wir heute da sind, trockene Trikots an, die sich schon in der Halbzeit gewechselt haben und dann sagt man noch das eine oder andere. Es war, glaube ich, abzusehen, dass A, die Pause nicht lange wird und man kann da auch nicht so viel sagen, sondern ich glaube, dass die Spieler untereinander so ein Stück weit auch die Situation managen müssen und versucht da eben Zuspruch zu geben und das eine oder andere dann nochmal zu korrigieren, das, was wir in der Halbzeit besprochen haben. Aber im Großen und Ganzen wartet eigentlich jeder, dass die Pause vorbei ist und schnell weitergeht. Ja, wir haben das Gleiche gemacht, die Trikots gewechselt und natürlich Spieler, die mit Nockenschuhen gespielt haben bis dato, habe ich gesagt, jetzt ist auch die richtige Schuhwahl gefordert. Und dann wir mussten ja einen Freistoß verteidigen gleich und dann haben wir eben angesprochen, dass wir da gleich hellwach sind. Weitere Fragen? Enrico Gene ist zur Halbzeit rausgegangen. Was hat er und wie sieht das womöglich für Samstag auch aus? Ja, Enno hatte ja schon vor 14 Tagen muskuläre Probleme und der Muskel hat wiederum zugemacht und aus Sicherheitsgründen haben wir da ihn rausgenommen, dass wir da kein Risiko gehen, eben für die beiden Aufstiegsspiele, dass wir da einen breiten Kader haben, weil da wird man jeden Mann brauchen. Aus dem Grund war eine Sicherheitsmaßnahme.
Gibt es noch weitere Fragen? Wenn das nicht der Fall ist, dann beende ich hiermit die Pressekonferenz.